Wir sind hier in Melrichstadt im schönen Unterfranken. Familientradition seit ungefähr 300 Jahren, beginnend 1705 in Waltershausen, 10. bzw. 11. Generation. Malz wird hier in Melrichstadt gemacht seit 1883. Die Melzerei ist relativ klein. So brauchen wir nicht so viel Gerste und wir kennen alle Bauern oder wir kaufen alle Gerste von den Bauern, die wir kennen aus der Rhön. Und das machen wir Jahr für Jahr. Und so haben wir, was haben wir? Eine Stabilität. 9000 Tonnen circa. Genau, wir beliefern die umliegenden Brauereien natürlich mit unserem Malz aus unserer Rhön. Also meine Eltern, die waren schon immer in dem Thema cool. Wenn ich gute Noten geschrieben habe, durfte ich auch mal ein Bier trinken. Oder also wie? Gute Erziehung. Richtig gute Erziehung, so kann man es auch sagen. Ich habe es ihm nämlich weiter erzählt und habe gesagt, er soll bitte dich fragen. Vielleicht hast du mich angelogen, was du gerne tust. Zu gerne offensichtlich. Ich lasse mich gern reinlegen. Aber es gibt Fritz Lang. Einen Fritz Lang in unserer Familie. Der Onkel der Familie. Auch namens Fritz Lang.